Wir sind das Team Worldations. Das ist eine Zusammensetzung aus World und Donations. Und wir haben das Motto mit Code die Welt verbessern sehr ernst genommen und haben eine Spendenseite erstellt. Auf der Startseite sieht man eine Weltkarte, da es auf der Welt viele bedürftige Menschen gibt, die auf Spenden angewiesen sind. Genau, dann hat man die Startseite und dann kann man mit der Maus einmal über die Welt fahren. Zum Beispiel hier bei den Vereinigten Staaten wird das dann angezeigt oder in Brasilien oder auch Afrika. Und dann drückt man darauf, wird man auf eine Seite weitergeleitet. Oh, da steht dann ein kurzer Informationstext darüber und auch die Spendenorganisation darunter. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Greenpeace klicke, kommt ein kurzer Satz eingeschoben zu Greenpeace und dann kann ich auf Jetzt spenden klicken und dann dauert es ein bisschen. Man kommt direkt auf die Spendenseite von Greenpeace, wo man dann direkt spenden kann. Genau. Dann kann ich das auch alles wieder schließen. So. Und das funktioniert auch bei Brasilien und dann kommt das zu Brasilien. Kleiner Text. Und das funktioniert dann auch zu Brasilien. Das war nicht alles, was wir machen wollten. Wir haben uns erstmal darauf konzentriert, dass wir jetzt ein Ergebnis haben, was auch funktionieren würde und das wir hier vorstellen können. Und wir haben uns noch um einiges mehr überlegt, was wir machen könnten. Zum Beispiel hatten wir die Idee, warum sollte man auf unserer Seite spenden und warum sollte diese Seite genutzt werden und warum sollte man überhaupt spenden. Es ist klar, dass man für den guten Zweck spenden soll, aber wir wollten die Leute dazu anregen. Und das haben wir da war unsere Idee, dass man eine Art Erfahrungssystem einführt, welches, wenn man jetzt zum Beispiel für ein gewisses Gebiet spendet, kriegt man eine bestimmte Menge an Erfahrung. Und wenn man jetzt ein Level aufsteigt, könnten wir uns vielleicht mit Organisationen wie zum Beispiel Doodle Jump oder und so weiter in Verbindung setzen, dass man vielleicht dass man dort eine besondere Figur bekommen würde. Weiter hatten wir die Idee, dass man einzelne Minispiele in unserer Seite spielen kann. Zum Beispiel, wenn man einmal für das Gebiet im Himalaya gespendet hat, soll man dort ein Minigame freischalten, wo man den Mount Everest hochklettern muss. Und zuletzt wollen wir noch Mareike, Jan und Dominik danken, dass sie uns so viel geholfen hatten, weil wir wussten vorher fast noch gar nichts. Genau, wir sind hierher gekommen mit Bruchstücken, mit den Anfängen von JavaScript, mit ein bisschen Java und HTML. Und wir sind eigentlich hierher gekommen, um nur zu lernen. Und wir hätten nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und da nochmal danke an unsere Mentoren. Und es ist jetzt mit CSS, JavaScript und HTML geschrieben worden. Genau. Super, vielen, vielen Dank.